Na gut, ich glaube, wir haben sonst ja alles durch. Das hier war der Brunnen, mein Fehler. Also hier gibt es anscheinend nur Läden, das Gasthaus und das war's auch schon wieder. Alles andere kann ich nicht betreten an Häusern. Da haben sie die Türen vergessen einzubauen. Na gut, dann gehen wir weiter. Ist wohl nur so eine kleine Art Zwischenstation, bevor man nach Argus geht. Oder zum Trainieren oder sonst was in der Richtung. Ihr wisst, was ich meine. Hier links und rechts war gar nichts. Nur nochmal. Oder ich kann ja auch gar nicht erst lang gehen. Da brauche ich gar nicht groß suchen gehen. Hier, hier. Boah, Hilfe. Diese Nahansicht ist echt verwirrend. Macht einen doch ganz kirre. Nö, hier geht's auch nicht weiter. Gut, dann halt nicht. Gab es in diesem Dorf nur einen Schatz? Wenn es mehr gibt, dann werde ich mich nachher ärgern, aber ich ärgere mich erst nachher, nicht jetzt. Jetzt machen wir weiter. Jetzt werden wir Chocobos reiten, yes! Jetzt suchen wir nämlich Schloss Argus und dafür werde ich die Chocobos missbrauchen. Damit wir nicht angegriffen werden. Hab ich dich! Juhu! Oh, und die Musik auf Classic, die ist so knuffig von den Chocobos. Praktisch, wir können ja auch über Wasser laufen, begrenzt als Chocobo-Reiter, über Flüsse nämlich. Na, dafür ist hier oben schon Sackgasse. Da ist eine Höhle. Interessant. Moment, kann ich hier? Nein, das ist ein festes Meer. Aber wenn man hinguckt, da oben das Wasser. Das hier. Wo irgendwas im Wasser rumschwimmt. Okay, ich sollte aufpassen, wo ich mich bewege nachher. Das Wasser da oben sieht anders aus als das hier links unten. Das heißt wahrscheinlich, ich kann mich auf diese Art bewegen. Das könnte nämlich ein See sein. Wenn ich mal so ganz frei interpretiere. Trotzdem, ich muss mich noch ein bisschen umsehen. Das Schloss Argus war ja von dem Ort hier aus gesehen im Westen, wenn ich mich richtig entsinne, hatten sie gesagt. Das heißt, es wäre vielleicht nicht unclever, wenn ich mit meinem Schiff jetzt mal kurz weiterfahre. Sehen wir uns entlang der Küste mal ein bisschen um und werden gestört. Wer bist du? Du bist ein What the Fuck? Mit Vornamen, aber nur What the Fuck. Du bist ein Einsiedlerkrebs. Okay, der Typ sieht verrückt genug aus, um wirklich ein Einsiedler zu sein. Das lasse ich den Entwicklern mal sein. Das ist geniales Monster-Design. Haha, cool. Wie stark bist du denn, mein lieber Krebs? Naja, du hast eine Potion, das ist schon mal ein Anfang. 123? 150? Oh, das war's schon. Gut, die Monster hier auf diesem Mittelmeer, um es mal so zu nennen, scheinen doch etwas schwächer zu sein, denn sie geben nur so 60 Erfahrungspunkte. Die Viecher, die ich in der Nähe vom Dorf der Ältesten getroffen habe, die haben so bis 200 gegeben, wenn sie in einer größeren Gruppe unterwegs waren. Das war gar nicht mal so schlecht zum Trainieren. Ja, hier oben, das sieht doch nochmal am Schloss aus, Leute. Das hat doch Effekt. Schloss Argus. Und wir haben wieder diese mysteriöse Musik, die ist auch nicht schlecht. Dann wollen wir doch mal gucken, was in Schloss Argus abgeht. Das könnte jetzt sein, dass wir gefangen genommen werden, das könnte sein, dass wir hier freudig empfangen werden, aber ich weiß es nicht. Bis jetzt sieht es ziemlich leer aus, ehrlich gesagt. Ist das Schloss vielleicht verflucht? Gibt es hier vielleicht verfluchte Blumenständer? Nein, schade. Das ist ein ganz normaler Blumenständer. Eine Blumenvase. Die Räumlichkeiten hier erinnern mich sehr stark an Final Fantasy IV von dem Schlossdesign her. Das war auch ziemlich assig, weil es diese Geheimgänge gab, die hier links durch die Mauer durchgehen, wo man einfach nur gegenläuft und dann praktisch im Nichts endet. Ziemlich geheimnisvolle Geschichte und so. Ein großer runder Tisch. Haben wir die Tafelrunde gefunden? Schade, ich kann keine dieser Notizen lesen, aber es sieht so verlassen aus. Sehr merkwürdig. Hm.
Hat Dash irgendwas dazu zu sagen? Ich meine, es ist so leer hier, da wird er doch irgendeinen Kommentar für haben, oder? Keiner da. Eine wahrlich unkluge strategische Entscheidung. Vielleicht sind sie auch einfach als brave Soldaten des Untergangs zum Plündern ausgezogen. Naja, dann wäre es ein ziemlich schneller Wechsel ihrer Gesinnung. Ach so, das ist wieder eine Heilquelle. Ich werde mich nicht beschweren über Heilquellen. Garantiert nicht. Gibt's noch einen zweiten Kommentar oder war das der einzige? Nö, scheint der einzige zu sein. Gut. An storyträchtigen Orten gibt es wohl nur einen Kommentar, an frei begehbaren Orten wie der Overworld anscheinend zwei. Ich werde einfach ein Gefühl dafür kriegen müssen, wie oft ich meine Gruppe anlabere. Viel mehr Wahl habe ich nicht, aber es ist wirklich kein Schwein hier. Das ist sehr merkwürdig. Ich sehe mich noch ein bisschen um, aber wenn hier sonst keiner ist, dann muss ich wohl wieder weggehen und weiter suchen. Grefia könnte recht haben, die Leute, die Soldaten, könnten auch ausgezogen sein, um irgendwo weiter zu plündern, oder... Was ich eher glaube, ist, dass die Soldaten gar nicht hier sind. Oder, also, ja, klar, ich meine das anders. Ich meine von wegen, dass vielleicht das Schloss übernommen wurde von Fieslingen oder sowas in der Richtung. Wer weiß das schon? Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir entlang der Küste hier noch irgendwas Interessantes. Was sagt denn die Karte? Wo wir lang können. Also wir sind gerade da. Okay, da sind wir ziemlich begrenzt. Also der einzige Weg scheint nach Norden zu führen. Norden und Westen. Westen dieser See könnte noch sein, wo, den wir eben gesehen haben. Na gut. Ach ja, das war eins dieser Monster, was ich ein bisschen befürchtet hatte. Der Domovoi und der Flieger, die sind noch relativ gut machbar. Die machen so maximal 50 Schaden, wenn sie auf Luneth losgehen, weil er halt weniger Rüstung hat als andere. Aber dieser Gorgon, der macht doch ein bisschen mehr Schaden. Deswegen muss ich jetzt doch aufpassen, was ich tue. Ich hätte vielleicht eine Trainingssession einlegen sollen zwischen den Aufnahmen, aber ich hoffe mal Level 14... Ja, Level 14 dürfte reichen, wenn auf jeden Fall Dash mir hilft mit Blitzra. Katsuka! Ja, das hilft. Wenn sie jetzt angeschlagen sind, vertragen sie nur noch einen einzigen Treffer und ich kann sie in ihrer ersten Runde besiegen. Zackabam! Ba ba bam ba da. Na gut, dann sehen wir uns noch ein bisschen um nach was Neuem. Ich gehe erstmal nach Norden. Diese Landzunge, die ich hier eben gesehen habe, da könnte ja was sein. Ah! Ist das ein Turm von Owen? Ich meine, das war der einzige Ort, von dem ich jetzt bisher gehört habe, der so ähnlich aussieht. Wie ein Turm, meine ich. Tatsache! Turm des Owen. Und da ist ein Frosch. Also die Musik hier drin ist auch schon mal ganz cool. Der ist sogar ziemlich bedrohlich mysteriös, ehrlich gesagt. Hey, da bin ich aber ganz schön beeindruckt gerade. Moment, das speichern wir mal ganz schnell, bevor ich jetzt irgendwo an einen Ort gehe, wo die Monster zu stark sein könnten. Und ich möchte noch wissen, ob Dash was zu diesem Turm zu sagen hat. Ich habe gehört, dass die Gul'gana in einer verborgenen Klamm zu Hause sind. Obwohl sie blind sind, sollen sie in die Zukunft blicken können. Wirklich? Diese Gul'gana sind sehr? Ich frage mich, ob solche Kräfte Fluch oder Segen sind. Wenn man seinen eigenen Untergang vorhersieht, dann kann es ziemlich böse sein. So, ich frage mich, was dieser Frosch da macht, weil wir kennen den Froschzustand. Von daher bin ich jetzt absolut nicht sicher. Hallo Quark. Ja, das war toll. Ich kann den Frosch anlabern. Super. Ich hätte jetzt gedacht, von wegen, das wäre irgendwie so eine Art Station, wo ich mich zum Frosch verwandeln lassen kann, wenn ich sie einmal anlabere oder so. Als Puzzle-Element für diesen Dungeon.
aber offenbar noch nichts in dieser Richtung. Ach, Streifenhörnchen sind wieder da. Wie heißen sie jetzt? Jetzt sind das Zauberhörnchen, WTF. Okay. Mal gucken, was die Zauberhörnchen drauf haben. Erstmal ist Dash dran. Ah, eine gute Verteidigung haben die Biester aber nicht. Das ging schnell. Solange wir schneller sind als unsere Gegner, also sie nicht zum Angriff kommen, bin ich noch halbwegs sicher. Wenn sie uns mal angreifen und diese 50 Schaden kommen, von denen ich eben gesprochen habe, dann könnte das doch relativ übel werden. So, wartet mal, ich will was testen. Und zwar will ich mal unser Wichtelbrot ausprobieren, ob das hier funktioniert. Wo haben wir es denn? Ne, da war es gewesen. Können wir nicht benutzen. Hupen die Tür, ja. Ne. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier eine Karte von dem Dungeon aufrufen, weil diese Labyrinthe hier, so wie es mir aussieht, die gefallen mir in der Regel gar nicht. Ich reagiere, ja. Allergisch auf Labyrinthe, wenn ich zum Eingang zurücklaufe aus Versehen. Bööö. Eine Harpie? Eine Furie. Na gut, dicht dran. Dicht dran und trotzdem knapp daneben. Wir können zwar jetzt nicht sehen, was sie drauf hat, weil wir gerade einen Erstschlag haben, aber mal gucken, wie viel sie aushält. Oh, die Verteidigung von dem Vieh ist nicht schlecht. 82 Schaden, 100 Schaden bei Ausfall, darf ich nicht unterschätzen. Ich befürchte den Tag, wo wir das erste Mal was von den Viechern ins Gesicht kriegen. Das könnte sehr wehtun. Wo zum Teufel muss ich hin? Ich wollte es ja nicht unbedingt den ganzen Kampf zeigen, weil es wieder nur zwei Zauberhörnchen waren, aber hey, diese Zauberhörnchen, die haben zum einen den Stummzauber drauf und zum anderen können sie bei Nahkampfangriffen versteinern. Whoop die fucking do! Willst du mich verarschen? Oh Mann, ich muss Goldnadeln kaufen bei Gelegenheit. Wenn diese blöden Biester zum Angriff kommen, sie versteinern mich wirklich bei jedem Angriff, dann könnte das echt richtig, richtig übel werden. Ich habe das Gefühl, einer dieser Frösche könnte das Rätsel die Lösung sein. Oh, was passiert jetzt? Eine Runde schwimmen gefällig. Wir können doch gar nicht so tief tauchen. Aber wenn wir Frösche wären... Frösche? Oh, ich hasse Frösche. Die sind so glitschig. Ich will kein Frosch sein. Gut, das ist wohl unser Hinweis. Hier sollen wir zu Fröschen werden. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe noch keinen Froschzauber. Okay, das ist für mich so ziemlich der Hinweis, wir sind hier falsch. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Uiui, was wart ihr denn? Ihr seid ein Hinterhalt, das ist gar nicht gut. Ein Hinterhalt, der zaubern kann. Wie viel Schaden? 20, das geht noch. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, was ich eigentlich in diesem Turm machen soll, weil wir haben bisher nur von dem einen älteren Herrn im Dorf der Ältesten gehört, dass es diesen Turm überhaupt gibt. Was wir hier aber machen sollen, das wurde uns nicht verraten. Deswegen bin ich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen einfach nur gefragt von wegen, soll ich schon hier rein oder soll ich noch nicht hier rein? Jetzt haben wir die Antwort, ich bin hier zu früh. Obwohl die Monster nicht den riesen Schaden machen. Wir sind in der hinteren Reihe, darf ich nicht vergessen. Mal gucken, wie Aero aussieht. Den Zauber hat man noch gar nicht benutzt. Hui, der sieht cool aus. Und zum Glück macht Ausfall aus, auch aus der hinteren Reihe raus, genug Schaden. Yay, Refi hat ein Level up und Ingus genauso. Ich möchte aber schnellstmöglich verschwinden. Noch länger an einem Ort verbringen, der mich töten könnte, wenn ich nicht hier sein muss, ist für mich kein guter Grund. Aber das erklärt wenigstens, warum hier so viele Frösche sind. Das soll der Hinweis sein. Ui, was seid ihr denn? Kobolde?
Ne, Kobold. Doch, Kobold! Hey, ich hatte recht, cool! Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich ausnahmsweise mal recht habe. Los, Dash! Hau ihn in die Fresse! Oh, das kannst du aber besser, mein Freund. Siehst du, so wie Luneth? Natürlich, Kobolde müssen zaubern können. Ah, und ich sollte gleich mal ein bisschen heilen. Ingus hat ein bisschen viel eingesteckt in den letzten Runden. Ah, da kommen die Level-Ups. Sehr schön. Level-Up ist immer gut, dann haben wir nämlich mehr Lebenspunkte. Jetzt haben wir fast 300. Das ist super. Wer hat die meisten MP? Hier, nehmen wir mal Ark. Der ist ja eh unser Heiler. Und unsere Heilzauber sind gerade auch etwas stärker geworden, habe ich das Gefühl. Beim letzten Mal haben sie nicht so viel geheilt. Ich will hier raus! Glück gehabt. Das ging noch zügig.